dass du wieder da bist. Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich war übel krank. Meine Stimme war total weg. Ich hatte versucht, zwischendurch noch etwas ohne Reden aufzunehmen. Aber es ging mir dann leider nicht mehr so gut, dass ich aufnehmen konnte. Deswegen die kleine Pause. Ich hoffe, du entschuldigst das für mich. Aber heute, nein, Sanji, geh da weg. Das ist meins. Du siehst es schon im Hintergrund oder im Titel wahrscheinlich auch. Habe ich mir etwas ausgedacht? Meine Katze möchte da gerne gerade dran. Ich gebe dem nämlich ab und zu mal einen halben Nacho-Chip. Und ja, das werde ich heute für dich machen. Ich werde Nacho-Chips knuspern. Und ja, ich hoffe, das wird richtig cool. Ich beiß mir mal eine Hälfte durch. Der kommt aber gleich bestimmt wieder und will noch was. Ich glaube, man hört ihn auch knuspern. Das wäre doch meine Idee, ne? Wenn er gleich wiederkommt, dann lasse ich den mal aus meiner Hand rausknuspern. Das ist bestimmt niedlich. Kommt schon wieder, möchte noch was. Was aus meiner Hand raus ist. Und er schlägt es mir einfach raus. Komm her, komm her. Komm her. Nein, ich hau.
das die Gefahr, wenn man den Mund aufhält. Aber sonst hört man ja nichts. Okay. Wie ist das eigentlich bei euch, wenn ihr Nacho-Chips esst? Guckt ihr euch vorher auch die Chips an? Welche Seite würziger ist? Also wie viel Gewürz auf welcher Seite ist? Und dann nehmt ihr die Seite, wo mehr Gewürz ist, auf die Zunge, damit ihr ganz viel schmeckt. Weil ich mache das so. Und ich glaube irgendwie, keiner gibt sich so viel Mühe beim Chips essen wie ich. Sagt, ich musste erst mal